Wir sind die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit. Wir sind eine Sturmtruppe zur Errichtung moralischer Schönheit, politischer Poesie und menschlicher Großgesinntheit. Eigentlich müsste sich die Familienministerin freuen. Auf Fotos halten syrische Kinder Schilder hoch. Danke, Manuela Schwesig. Im Internet in ihrem Namen eine perfekt organisierte Hilfsaktion, um 55.000 syrische Flüchtlingskinder nach Deutschland zu holen. Toll, endlich tut eine Ministerin was. Das Dumme nur, das alles ist gar nicht von ihr. Der Hilfsappell ein Fake von Aktivisten. Ihr Ziel, aus der Fälschung solle Wirklichkeit werden. Bilder aus Syrien, Kinder im Bürgerkrieg. Nur spielt nicht mehr. Pfarrer schreit nachts nach seiner Mutter. 55.000 Kinder sollen zu Pflegefamilien nach Deutschland kommen. Ein Appell des Familienministeriums, so scheint's, veröffentlicht auf einer Internetseite samt Hotline. Geschäftsstelle Kindertransporthilfe des Bundes. Sie sprechen. Nur das ist nicht das Ministerium, sondern der Fake einer Künstlergruppe. Nur die Anrufer sind echt. In 48 Stunden gab es über 600 Anrufer und in nur 3 Tagen über 1000 feste Zusagen von Leuten, die sofort bereit gewesen wären, ein syrisches Flüchtlingskind bei sich zu Hause aufzunehmen. Die Idee kam nicht von ungefähr. In der Nazi-Zeit wollte kein Land Juden aufnehmen. Nur die britische Regierung hatte in einer ziemlich politischen Ad-hoc-Entscheidung die Einreisebestimmungen für jüdische Kinder gelockert. Wir sind nach der Aktion mit 2 Holocaust-Überlebenden, die nur überlebt haben, weil sie damals in den Kindertransporten drin waren, vor das Kanzleramt gezogen und haben vorgeschlagen, dieses Konzept so zu übernehmen, weil juristisch war es lupenrein, es war ein schlussfertiges Konzept. Aber das Kanzleramt hat unsere Idee ohne Begründung abgeschmettert. Der Waffenhersteller Krauss-Maffei-Wegmann will 270 Leopard 2 Panzer nach Saudi-Arabien exportieren und die Bundesregierung hat bereits zugestimmt. Aus der deutschen Demokratie sollen Panzer in die saudische Diktatur geliefert werden, deren Zweck es ist, demokratische Aufstände zu zerschießen. Das halten wir für ein Verbrechen an der Menschlichkeit. Leider erfüllt mit Waffen und Panzern zu dealen, aber kein Straftatbestand. Deshalb lobt das Zentrum für politische Schönheit 25.000 Euro aus für Hinweise auf Delikte wie Steuerhinterziehung, Geldwäsche etc., die die Anteilseigner ins Gefängnis bringen. Denn das sind die Menschen hinter dem Konzern, die sich an den schmutzigen Deals bereichern. Damit rücken die Gesellschafter von Krauss-Maffei-Wegmann und nicht der Konzern an sich zum ersten Mal ins öffentliche Licht. Menschen, die sich als Künstler und Humanisten geben, sind als das zu sehen, was sie sind. Todbringende Waffenhändler. Der Gesellschafter Burkhard Braun-Behrens gibt sich moralisch entsetzt und schiebt die Verantwortung weg von Krauss-Maffei-Wegmann hin zur Bundesregierung, die dem Waffendeal zugestimmt hat. Gesteht dabei aber die moralische Verwerflichkeit des Deals ein und wird aus der Firma entfernt.
Keiner der Gesellschafter kommt ins Gefängnis. Aber der viel schönere Effekt, der öffentliche Druck gegen den Panzerdeal, wird zu groß. Er findet nicht statt. 270 Leopard 2 Panzer weniger in Saudi-Arabien. 270 Leopard 2 Panzer, die keine Menschenleben nehmen können und keinen Demokratiewillen zerbomben können. Es ehrt uns ja alle ungemein, dass wir mit so einer Ausdauer dafür kämpfen, die Symptome eines kranken Systems zu heilen. Aber wäre es nicht mal an der Zeit, die Ursachen anzugehen? Das Zentrum schafft es nicht nur, Probleme zu skizzieren, sondern auch die Einfachheit der Lösung darzustellen. Und das brauchen wir in dieser Gesellschaft, in der zu oft die Farbe fehlt. In einer Zeit, in der politische Untätigkeit und Politikverdrossenheit unsere Gesellschaft in Dunkelheit hüllen, ist politische Schönheit das Licht, das wir brauchen, um ihr wieder eine Silhouette zu geben. Werde Komplize und spende jetzt.